Tag 20 der Video-Challenge. So, was ist noch wichtig über Foundation zu wissen? Ja, was viele Leute auch fragen oder sich wundern, na, wie lang muss der Abstand sein zwischen einem Basiskurs und einem Foundation? Du kannst den Tag davor Basis machen und dann zum Foundation kommen. Du musst nicht Wochen und Monate lang üben, du musst auch nicht drei Kurse machen. Na, Leute haben schon die lustigsten Sachen mir erzählt, was andere ihnen ja, verklickern wollten, was alles sein muss. Nein, du kannst einen Basiskurs ist Voraussetzung, aber wann du den machst, das ist irrelevant, okay, um zum Foundation zu kommen. Und noch ein wichtiger Hinweis, Kinder sind herzlich willkommen. Das ist ja auch bei vielen Modalitäten nicht der Fall. In Access sind sie herzlich willkommen und ja, bis zum Alter von 16 Jahren sogar for free dabei. Und dann ist es der halbe Preis, bis sie volljährig sind. So, warum macht Gary Douglas das? Spiel mal rein, hättest du in deiner Schulzeit Tools gehabt, die dir Leichtigkeit geben? Ne, gewusst, dass du Gewahrsein hast, dass du wahrnimmst, was im Kopf der anderen vorgeht? Wäre dein Leben anders verlaufen? Also, ich hätte es mir sehr gewünscht. Ne? So, ich hatte nicht die leichteste Schulzeit mit all dem Gewahrsein. Konzentrationsschwierigkeiten. Natürlich kann ich mich nicht nur auf eine Sache konzentrieren, wenn mir keiner sagt, dass ich 50 Millionen Sachen gleichzeitig wahrnehme. Und dann soll ich eine Sache da mich konzentrieren. Ne? So, da haben ganz viele Informationen gefehlt, weil mein Gehirn anders funktioniert. Aber dazu dann eben tatsächlich mehr in Foundation. Und ich möchte euch nur eine kleine Geschichte erzählen. Wir sind ja hier auf der Farm und heute war hier Besuch. Und zwar... Ich kann den Namen nicht aussprechen. Sion oder so. Und ja, ich kannte sie vorher nicht. Sie ist, glaube ich, so 16, 15, 16, jugendlich halt, ne? Und super, liebes Mädel. Na, wir sind so im Pferden, haben ein bisschen geschnattert, lalala. Und Mette sagt hinterher zu mir, wow, so habe ich sie, na, so schnell auftauen habe ich sie überhaupt noch nie gesehen. Ich so, ja. Ich sage mal, ich bin im Pferd, bin ich bedrohlich, ne? So. Lass den Leuten ihren Raum. Und das ist oft so ein Geschenk, ne? Leuten Raum zu geben, sie zu empfangen. Das ist etwas, das hat sich für mich mit den Tools so sehr verändert. Und auch für andere ein Space zu sein, dass sie einfach sein können. Und schaut euch mal an, die Kids und Jugendliche, was wird von denen alles schon gefordert? All diese Bewertungen, die Projektionen, das richtig und falsch. Ich denke mir oft, wo bin ich dankbar, dass ich schon älter bin, weil in der heutigen Zeit jugendlich zu sein, wo es nur noch Regeln gibt, ist schon ein bisschen anders. Wir hatten auch Regeln, aber wir hatten auch, ich sag mal, Fenster, wo du Blödsinn machen konntest und mit Dingen davongekommen bist. Weiß ich nicht, ob das heute noch so geht, ja? So, ja. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, ne? So dieses, wie du einfach sein kannst und der andere nichts beweisen muss, sondern einfach als das empfangen wird. Und was ich ihm auch sehen konnte, wo ich mich nicht selber gefragt habe, dieses, gerade wenn du sehr wahrnehmende Kinder hast, dann musst du denen oft mehr Informationen geben. Und also Mette sagt auch, dass sie auch sofort zum Englisch geswitcht ist und dann nicht irgendwie Schwierigkeiten hatte. Und dann sage ich, ihr könnt auch Dänisch, und ich habe einfach gesagt, ihr könnt auch Dänisch reden, dann verstehe ich halt nur nichts, weil mein Dänisch ist noch nicht so gut. Ich übe es seit 4 Wochen, ja. So, aber einfach, ne, so, wenn du jemanden hast, oder Kinder hast, die sehr, sehr wahrnehmend sind, dann ist es oft, dann musst du denen mehr Informationen geben, das volle Bild zeigen und es nicht reduzieren auf, oh Gott, ist sofort überfordert. Nein, ne, so, da geht sehr viel mehr ab in so einem Gehirn. Ja? So, also wenn du da mehr Fragen hast, mehr wissen möchtest und eben auch in Foundation kriegst du Tools, wenn du hochsensible Kinder hast mit ADHD, ADHS, Autismus, was auch immer. Diese Kinder haben... Bei denen ist einfach mehr los, anstatt diese Welt für richtig hält. Aber das ist ein Geschenk und kein Fehler. Also, ja. Bei mir im Kurs sind die Kids immer herzlich willkommen. Und das Einzige ist, sie müssen freiwillig da sein und nicht gezwungen werden. Versteht sich irgendwie von selber. Es ist auch nicht so, dass du erwartest, dass im Kurs ein Babysitter ist, ne? Wenn deine Kinder überhaupt nicht da sein wollen. Ne? Spür wirklich rein, ist es ein Geschenk oder nicht. Ist es ein Beitrag oder nicht. Und was ist da sonst noch möglich? Ja, ich bin dankbar für Kids, weil sie einfach ja, viel mehr dem folgen noch, was wahr für sie ist. Wir Erwachsene haben oft so ein Bild, dass wir glauben, beweisen zu müssen, anstatt einfach offen zu sein und now what? So, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag.